synchron. Und ich glaube, hier, ja, bevor wir die Musik abfahren, willst du nochmal hier vielleicht für die HörerInnen von Geschichte ungenügend nochmal Werbung machen für eure Sause am Freitag? Ach so, falls Hörerinnen von Geschichte ungenügend auch am Fußball und anderen Sport interessiert sind, gibt es am Freitag, den 31. Mai, also schon jetzt diese Woche am Freitag in Frankfurt-Zeppelinheim ein Tresensport-Live-Event. Also wenn ihr in Frankfurt in der Gegend seid und Lust habt, mich nicht so wahnsinnig strukturiert wie hier immer quatschen zu hören, sondern wild chaotisch durcheinander zu Sportereignissen mit meinen Kollegen Billy und Colin, dann sollt ihr gerne vorbeikommen. Es gibt nebenbei ein kleines Festchen und da hinten dran sitzen wir und erzählen was von Dönikens über den Sport. Schaut mal nach Tresensport, da findet ihr auch dann nähere Informationen. Ja, ganz cool. Genau, Tresensport, das ist dein der marktbegleitende Fußballpodcast, den du betreibst. Und das Jahr, wo das am 31.05. stattfindet, ist 2024. Also wenn ihr das jetzt hier in den Ruinen, irgendwie hier, wo einer so treten muss, dass noch Strom kommt und so, dann habt ihr es vielleicht verpasst. Aber für alle die jetzt ein bisschen enttäuscht sind, haben wir heute eine Folge Geschichte ungenügend und geht so. Labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte ungenügend. Eine Produktion von sofacoach.de. Das ist ja doch die alte Mist. Geschichtspodcast. Mit Alex Xavier Unsinn und Janni im Hof. Warte, nee, das geht nicht. Nee. Labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte ungenügend. Ein heiterer Podcast zu Geschichte und Popkultur mit Abel Xavier Unsinn und Janni Imhoff. Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte ungenügend, dem heiteren Podcast zu Geschichte und Popkultur mit meinem Dauergast und Konkurrenzpodcaster und Insulaner Abel Xavier Unsinn. Hallo, schön dich zu sehen, Janni. Zurück von der großen Insel bist du, zurück von der kleinen Insel bin ich. Ja, ich habe gehört, du warst an Pfingsten in Hamburg. Ich war in Hamburg auf der Insel, genau. Ja, nämlich auf der Insel Neuwerk, die zu Hamburg gehört. Darum geht es aber heute in der Folge nicht. Schade, das mache ich. Ja, ich bin Janni Imhoff, halb Podcaster, halb Souvlaki-Spieß. Ich war eine Woche auf Korfu. Ja, das war richtig toll. Also Wetter hat komplett mitgespielt und das war vom Allerfeinsten. Da habe ich sehr gute Zeit gehabt, viel mit den Kindern gespielt. Fantastische Zeit gehabt. Der Fleischeslust hingegeben. Oh, weiß Gott. Aber gar nicht mal so. Wir hatten da irgendwie Buffet und es gab fantastischen griechischen Salat morgens, mittags, abends. Ich habe so viel Gurke, Tomate, Feta, Zwiebel und Olivenöl in mich getan. Das war richtig toll. Deswegen glänzt deine Haut auch so schön. Ja, das war hier so von rot zu braun, sagt man ja immer, wie Horst Mahler-Style. Ich dachte, das wäre Peter Fox gewesen. Oh, da gibt es einige. Ja, nee, aber darum geht es heute nicht. Heute gibt es um eine andere Episode aus der Weltgeschichte. Denn alle zwei Wochen erzähle ich hier, was mir so untergekommen ist und was ich interessant und erzählenswert finde. Und ich erzähle es euch und Abel. Und Abel ist nicht vorbereitet, weil er aber Historiker ist. Darf er immer gerne in drei Sätzen den historischen Kontext einer Epoche zusammenfassen. Da bin ich heute ein bisschen gespannt. Oje. Und damit er es nicht allzu leicht hat, führe ich ihn immer gerne nochmal mit einem anderen Thema auf die falsche Fährte. Und am Ende klappt es dann, dass wir diese Themen vielleicht nochmal zusammenbringen. Und ganz zum Schluss sprechen wir über den popkulturellen Kontext, also wie dieses Thema vielleicht in Musik, Film, Funk und Fernsehen verarbeitet wurde. Und da möchte ich ganz kurz, bevor wir über unsere Social Medias und so weiter sprechen, habe ich eine Quizfrage für dich, für zum heutigen Thema. Was haben Frank Mills, nicht Frank Mill, Heath Ledger, Mick Jagger, George McKay, Abe Forsyth und Leslie Hay Simpson gemeinsam? Also abgesehen davon, dass sie Männer sind und englische Namen haben. Also was sie nicht gemeinsam haben, ist, dass ich sie alle kenne. Vielleicht kommen sie... Wen kennst du denn da? Abe Lincoln kenne ich, das war aber ein anderer Name. Das war Abe Forsyth. Eine Mischung aus Abe Lincoln und Frederick Forsyth. Ja. Irgend so ein komischer Affe.
Nee, wahrscheinlich kommen sie alle aus der gleichen Stadt. Also ich kenne halt nur Mick Jagger, habe ich schon mal gehört. Und ich kannte auch den Schauspieler, den Heath. Ja. Bei den anderen bin ich schon wieder unsicher, obwohl ich da ein paar Namen schon mal gehört habe. Auflösung später. Oder sogar nächste Woche, wer weiß, wie das hier. Ich habe. Zettel. Ich glaube, ich habe mich Zettel verzettelt. Nämlich ein mehr abgebissen, als ich kauen kann, als ich euch vorkauen kann. Und wenn ihr dann diese nächste und übernächste Woche vielleicht nochmal unsere langen Riemen hört und da Feedback habt oder wie diese vielen Fehler in der Michel Mouton-Folge, sorry nochmal dafür, ich habe da aus dem Write-Up mit super vielen Fehlern abgeschrieben. Wenn ihr da Feedback habt, dann sagt uns Bescheid über unsere Social Medias. Ja, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an geschichteungenuegend@gmail.com oder ihr könnt uns auch gerne per TikTok oder per Instagram über Geschichte ungenuegend finden und dort Kommentar geben, wie euch das gefällt und was euch nicht gefällt und was wir mal wieder falsch gemacht haben. Ja, und unsere ganzen Popkulturreferenzen haben wir jetzt hier noch in den Shownotes verlinkt, findet ihr aber auch über Suchen bei Spotify und YouTube, einfach nach Geschichte ungenügend, abonnieren, zuhören, wundern. Ja, jetzt aber endlich rein in die Folge. Wir sind schon bei 7:11. Stephanie Louise Kwolek. Kwolek? Klingelt es da schon beim Namen? K-W. K-W-O-L-E-K. Kwolek. Also. Aber es war englisch ausgesprochen. Also englisch ausgesprochen. Bestimmt aus eine polnische Einwanderin, eine polnische Familie in den USA. Also kommt sie aus Chicago. Kommt am 31. Juli 1923 in Pittsburgh. Beziehungsweise New Kensington in der Nähe von Pittsburgh, Pennsylvania zur Welt. Ja, Pittsburgh, yeah. Home of the, das ist ja relativ einfach heute mal, das kann ja sogar ich. Ja, Pittsburgh Penguins. Genau. Und die Pittsburgh Steelers, das Football-Team. Haben die ein Major League Baseball oder ein National Basketball Association-Team? Sie haben die Pittsburgh Pirates. Oh, das hätte ich fast sogar wissen können, ja. Nun denn, sie wird aber keine Sportlerin, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Von ihrer Mutter bekommt sie nämlich mit eine Vorliebe für Handarbeit und textiles Gestalten. Und sie macht das da mit und fängt da irgendwie früh an, irgendwie rumzuschneidern, interessiert sich für Stoffe. Und nebst dessen interessiert sie sich für Chemie, Medizin und Lehrtätigkeiten. Sie macht aber einen College-Abschluss in Chemie. Und strebt als nächstes den Besuch einer Medical School an für die medizinische Karriere. Ich habe das richtig mitgeschnitten, dass die Gute, dass sie 23 geboren ist. Ja. Das heißt, wo es dann so ins Studium geht, ist es dann ja aber auch schon gerade Anfang der 40er Jahre, wo in den USA ja auch ein anderes, sicherlich gesellschaftlich wichtiges Ereignis stattfindet, nämlich der Einstieg in den Zweiten Weltkrieg. Ja, das ermöglicht mitunter ja vielleicht Frauen sogar Karrieren, die vorher ihnen verschlossen waren, weil die Dudes alle im Krieg waren. Stimmt. Krieg, wie man in meiner Heimat sagt, im Krieg waren. Und ja, bei Geschichte ungenügend wollen immer irgendwie alle Arzt oder MedizinerIn werden. Aber erstmal geht sie in die freie Wirtschaft. Und 1946, Zweiter Weltkrieg ist vorbei, mit 23 Jahren nimmt sie eine Stelle als so forschende Chemikerin beim auch damals schon großen Chemiekonzern und Dreckschleuder erster Güte DuPont Chemicals an. Kennst du zufällig einige Produkte von DuPont? Aber eins ist relativ bekannt. Ja, irgendwie sagt mir das ganz dunkel was, aber das können ja wieder tausend Sachen sagen. DuPont, Mr. DuPont. Die stellen, keine Ahnung, Gummistiefel her, ich weiß es nicht. Ja, so ähnlich. Teflon zum Beispiel. Ah! Ich denke, das kommt aus der Raumfahrt. Diese Euphorie. Teflon, Mann! Geil! Ja, Teflon. Bleibt nichts in der Pfanne, außer Gift. Ja, eben. Ja, genau, also die machen halt so, the people who brought you forever poisons, ne? Sind das. Und daneben machen sie noch Styrofoam, was etwas Ähnliches, aber nicht das Gleiche ist, wie das anders gebrandete Styropor. Lycra oder Lycra, so ein elastisches Gewebe, aus dem so Strümpfe etc. sind. Oder generell alle irgendwie elastischen, was weiß ich hier, deine teure Yoga-Hose ist mit Lycra.
und elastisches Gewebe und ja, also kurzum bei die haben das entwickelt auch quasi. Die haben das entwickelt und vermarktet und sozusagen patentiert und dann als Markenprodukt rausgegeben, damit da kein anderer mit Kohle verdient. Ja. Ja, DuPont Chemicals, die sind dann einfach mit Dow Chemicals gemerged. Vielleicht kann man sich in die Anwaltsrechnung teilen, wenn mal wieder was passiert ist. Und auch Stephanie Qualick mischt da mit, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie arbeitet an, jetzt wird's, das habe ich nur abgeschrieben, ich habe keine Ahnung von dem ganzen Gedöns. Sie macht aus alten, irgendwie aus Dinosauriern und Farnen, die dann so zu Erdöl geworden sind, macht sie lange Polymerketten. Ja. Die Proletarier bei DuPont hatten nichts zu verlieren, außer ihre Polymerketten. Entschuldigung. Ich habe heute etliche Karlauer in die Folge reingeschrieben. Finde ich gut. Und sie arbeitet da halt so, ja, künstliche Gewebe, künstliche Fasern. Und es macht ihr Spaß und sie ist erfolgreich und sie legt ihre medizinischen Ambitionen ad acta und bleibt tatsächlich die nächsten 40 Jahre bei DuPont Chemicals, verdiente okay. Mitarbeiterin. Und ja, eine lustige Geschichte, kleine Tangente hier. Du gähnst schon. Deshalb ja, kleine, das, weil ich der Kaffee, da kommt das mal deshalb an und kleine, schubst dir die Müdigkeit raus. Deshalb kleine Tangente. Lustige Geschichtspodcasts wie die anderen und wie wir erzählen ja immer davon, dass Frauen, die eine bestimmte Karriere gemacht haben, davor aber nochmal oder daneben nochmal oder hauptsächlich irgendwie auch eine wissenschaftliche Karriere gemacht haben. So Frauen, die irgendwas für irgendwas anderes bekannt wurden, aber schon mal woanders was geforscht und entwickelt haben. Hast du da ein Beispiel zufällig? Aus unserer Folge 10 vielleicht. Immer unter den Bus gesetzt. Entschuldige bitte. Unsere Folge 10. Du kannst dich gleich revanchieren. Ach so, ich könnte jetzt, warte mal, war das nicht hier? Wir hatten die Frau mit dem High-Abwehr-Spray. Genau, das war die Fernsehköchin Julia Child, Folge 10, super gut. Genau. Die hat ein High-Abwehr-Spray für das Office of Strategic Services erfunden. Hedy Lamarr, die Smoke-Show und Schauspielerin, war an drahtloser Übertragungstechnik an der Entwicklung beteiligt. Das ist dann später ins Wi-Fi gemündet. Und dann gibt es immer diese Geschichte, Margaret Thatcher habe das Soft-Eis erfunden oder zumindest miterfunden. Ja, nicht Soft-Eis gab es schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Margaret Thatcher, die arbeiterfressende Schreckschraube. Vielleicht werde ich gecancelt. Aber ich hatte hier noch andere Wörter erst geschrieben als Schreckschraube. Das war noch das Freundlichste, was ich zu Margaret Thatcher habe. Die hat an Emulgatoren, die auch in der Lebensmittelindustrie verwendet wurden, gearbeitet. Die war Chemikerin auch. Ah ja. Sorry für die kleine Tangente. Zurück zu Stephanie. Die arbeitet mit diesen langen Polymerketten und stellt dann fest, bestimmte chemische Zusammensetzungen lassen sich zu längeren Fasern bündeln und die sind erstaunlich widerstandsfähig, sodass diese Lösungen, die man da anstrebt, die sollten eigentlich klar sein, aber sie kreiert da immer so eine trübe Brühe, die dann immer weggekippt wird, bis sie sich das mal angucken. Und diese Fasern, die werden dann weiter produziert. Das ist ein sogenanntes Aramid. Nimm die Hand wieder runter. Ich erkläre jetzt nicht, was ein Aramid ist oder lese auch. Nee, gar nicht. Ich wollte noch mal kurz wissen, also die ist dann quasi in dem Unternehmen für so Grundlagenforschung zuständig gewissermaßen? Ja. Man hat ja irgendwie so auch schon irgendwie am Horizont bahnte sich sowas wie vielleicht eine Ölkrise an und man wollte jetzt irgendwie möglichst effiziente Materialgewinnung haben oder generell Rohstoffkrise. Also wie können wir aus dem, was wir haben, irgendwie geilen Shit machen? Also was können wir aus den alten Dinosauriern noch rauszuzeln? Und dann stellt sich heraus, diese Fasern sind krass widerstandsfähig. Und zwar mitunter widerstandsfähiger als Stahl. Und das ist im Jahr 1965. Das verfolgt sie dann weiter. Und im Jahr 1970 hat das Produkt dann ein Patent und einen Markennamen und kommt im kommerziellen... Ja? Kevlar? Richtig. Ich dachte, es kommt erst in 3 Wochen, aber wahnsinnig gut, genau. Nee, ich wollte warten, bis du da eine Lücke hast und dann habe ich keine gefunden, dann habe ich einfach reingeguckt. Genau, Kevlar in Klammern Trademark. Ja. Kommt in der Raumfahrt, wie so alles in der Raumfahrt immer irgendwie angetestet wird und dann aber natürlich auch im zivilen und im militärischen Bereich, zum Beispiel aber da reden wir vielleicht später drüber, denn wir gehen jetzt erstmal
ja, über 100 Jahre zurück. Aha. Und reden endlich über Edward Kelly. Mhm. Ist vielleicht sehr bekannt, ist vielleicht auch den HörerInnen auch bekannt. Ist, glaube ich, einer der größeren Namen, die wir hier bei Geschichte ungenügend haben. Edward Kelly. Kellys gibt es natürlich viele. Und Edward Kelly wird geboren, so geht es ja meistens los, und das ist im Dezember 1853 in Beveridge in Victoria, Australien. Beveridge. Beveridge, nicht Beveridge wie Getränk, sondern wie Ridge, also ja. Ah, ja, alles klar. Und das ist, um die Geschichte auch für euch geografisch nochmal ein bisschen zu verorten, das ist heute halbe Autostunde nördlich von Melbourne. Ja, fährt man die M31 hoch Richtung Canberra und Sydney. Und ja, da in der Nähe wohnen ja auch Freunde von mir. Deshalb ein kurzer Shoutout an meine Aussies. So, Charlotte, Fat, Oscar and Josie, we miss you folks so much. We think about you a lot. Das ist ein alter Schulfreund von mir, der in Australien da Familie gegründet hat. Die haben wir letztes Jahr getroffen. Das war ganz, ganz toll. Und ich hoffe, wir treffen die auch bald mal wieder. Aber es ist ja mal schrecklich weit nach Australien. Hast du zufällig irgendwie Verbindungen zu Australien? Oder warst du mal da? Oder hast du Hot Takes zu? Ja, ich habe nur die Hot Takes, so ganz schimmelige, also gar nicht mehr hot, sondern irgendwie so lauwarme, angeschimmelte Takes, wie das Australien, der Kontinent mit den ganzen Gifttieren ist, deswegen will ich da nicht hin und solche Geschichten kann ich erzählen. Ja. Hast du noch einen abgestandeneren Take über die Geschichte Australiens? Das sind halt, dass da die ganzen englischen Verbrecher hingeschickt wurden und das gegründet haben und davon leitet sich Edward ab. Kelly wächst als Sohn von John Kelly und Eileen Kelly, geborene Quinn, auf. Nachfahren, also Edward Kelly ist katholischer Ire, sie ist, glaube ich, schon in Australien geboren. Ja. Ja, bevor wir halt jetzt über Edward und sein Leben und seine Karriere sprechen, möchte ich ein bisschen über seinen Vater Red John Kelly sprechen. Okay. Der kommt aus dem, ich glaube, das ist ein bisschen wichtig, dass wir nämlich genau diese Strafgefangenen-Grundlagen mal machen. Weil das zieht auch wieder so ein paar unserer Stränge, die wir über die letzten Folgen schon mal hatten, als wir über so die walisischen Rebellen da, die ihre Zölle nicht mehr zahlen wollten, gesprochen haben. Red John Kelly aus dem County Tipperary in Irland, der hat nicht Trevelyans Korn gestohlen, sondern zwei Schweine. Okay. Also Diebstahl, Kleinkriminalität, und das hat ihn sozusagen prädestiniert dafür, erst ins Kilmainham Gaol. Ich spreche diese Gaol, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. G-A-O-L. Klingt schon gut. Das sind diese Gefängnisse, ein Name für Gefängnisse. Und ich war tatsächlich mal da, das ist in Dublin. Und das ist sozusagen der Abschiebe, aber auch Rebellen ermordet. Das ist einer der bedrückendsten Orte. Das kannst du, also. Wir haben ja so Vorstellungen von, wie Knast aussieht, aber boah, Junge, da bin ich mit einem dicken Kloß im Hals rausgekommen. Wenn ihr mal in Dublin seid und zu gute Laune habt, ja, da werdet ihr kuriert. Ja. Und dann ging es mit dem Gefängnisschiff nach Australien. Weißt du, dass nach welchem Prinzip die Leute rübergejagt haben und nach welchem Prinzip die Leute einfach in ihrem Knast gelassen haben? Wir nähern uns jetzt in den folgenden 8,5 Minuten genau dieser Frage. Ah, okay. Damit vergisst, was du gefragt hast. Nee, genau, ich möchte über wir sprechen jetzt darüber, dass Australien eben auch diese sogenannten Penal Colonies hatte. Wahrscheinlich ohne wie der hinterletzte Penäler über Penal Colonies die ganze Zeit Witze zu machen. Mhm. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts grassieren Armut und Elend auf den britischen Inseln. Ja, der Gin hat die Verdammten dieser Erde im Griff, besonders in den Großstädten. In Irland und aber auch in anderen Teilen gärt immer wieder der Widerstand gegen die britischen Besatzer oder die englischen Besatzer. Wir hatten ja auch, als wir über die Rebecca Riots gesprochen haben, über die Absentee Landlords, die da die Leute ausbluten lassen. Und da haben wir auch gelernt, dass es nicht sowas schon wie eine Police Force gab als Staatsgewalt. Also Polizei nicht im Sinne von so Staatsrechtler dann mit so in Deutschland so mit CEY die Polizei, die öffentliche Ordnung benannt haben. Da müssen wir auch mal was mal zumachen. Es gibt halt nicht irgendwie so die große Staatsmacht, die den Willen der herrschenden Klasse durchsetzt. Es gibt halt Constable Dimpfelmoser. Ja? Ja.
Aber dennoch, der hat alle Hände voll zu tun. Die Knäste platzen aus allen Nähten. Und was lernt man, wenn man in das Gefängnissystem erstmal reinkommt? Dass man da sehr schnell nicht wieder rauskommt. Einmal das und man lernt noch mehr Kriminalität. Ja. Das ist ja häufig dann so. Oder überhaupt über die Runden zu kommen. Ja, genau. Ja, und neue Knäste bauen, das kostet viel Geld. Nee, stattdessen, man hat noch aus dem Siebenjährigen Krieg eine fette Flotte in den Häfen liegen. Und ja, die macht man erstmal zu schwimmenden Knästen. Ah. Ja. Aber auch die schwimmenden Knäste waren irgendwann voll. Und dann kommt man auf die Idee, also die Verschiffung von Kriminellen in die Kolonien war zu diesem Zeitpunkt Ende des 18. Jahrhunderts nicht neu. Aber nach der amerikanischen Revolution hatte man erstmal diese Kolonien nicht mehr, wo man seine Halodris dahin bringen konnte. Dementsprechend, in den 1770ern hatte ja James Cook die Ostküste Australiens für die britische Krone in Anspruch genommen. Und dann fing man da auch an, das zu erschließen. Und da hat man sich gedacht, ja Mensch, wenn wir die Schiffe schon haben, schicken wir die ganzen A6 doch einfach literally ans andere Ende der Welt. Ja. Und so wurden neben den kolonialen Siedlungen, also es sind ja nicht nur, das ist ja vielleicht auch so ein Irrglaube, es sind ja auch einfach Leute hingegangen, die gesiedelt haben, auch wohlhabende Leute, die gedacht haben, wir bauen jetzt hier Bergbau, Viehzucht, Chingerasser, Bumm, wir bauen da richtig was auf. Aber es wurden eben halt auch besonders Kleinkriminelle hingeschickt. Okay. Also Schwerstkriminelle. Und halt auch würde ich tatsächlich, wenn wir die Armut nicht besiegen können, dann schicken wir sie einfach weg. Ja, wenn man sie nicht, oder man hat sie ja verboten, die Armut. Ja, genau. Und deshalb, ja, Höchststrafe Australien. Und so wurden halt in diesen kolonialen Siedlungen halt auch so Strafkolonien. Du hattest einen Knast, aber die Leute wurden dann halt auch zum Arbeiten geschickt. Mhm. Agrar, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ja, wie viele Leute waren das denn überhaupt? Zwischen 1788 und, weiß nicht mehr, glaube ich, hier ein Vertipper. Ich glaube, es ist 1868. Ich habe hier 1886 stehen, Zahlendreher. Wurden, aber das ist richtig, so um die 166.000 Verurteilte in die Kolonien verschleppt. Das ist eine Menge. Davon so 15% Frauen. Das hat mich überrascht, weil ich habe ursprünglich auch gedacht, es waren in erster Linie vielleicht so politische, so irische Rebellen und so. Das waren aber nur relativ wenige Tausend. Okay. Also da waren halt genau diese irischen Rebellen dabei oder von denen wir gesprochen hatten. Ich hatte es kurz angedeutet, die Luditen, die Luddites, so diese Maschinenstürmer. Ist natürlich jetzt auch 80 Jahre, da ist natürlich auch schon eine lange Zeit, die du das da abgedeckt hast. Ja. Insofern sind es jetzt ja auch pro Jahr, keine Ahnung, was weiß ich, 3000 Leute oder sowas. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche politische Entwicklungen, weswegen man da vielleicht mal zu manchen Jahren mehr rüberjagt und dann irgendwann halt natürlich weniger. Das wird ja nicht einheitlich gewesen sein. Aber in erster Linie klaust du halt beim reichen Kalb, gibt's erst auf den Arsch und dann geht's ab aufs Schiff nach Australien. Zumal die ja auch Leute, also ich meine, es ist ja nicht nur wahrscheinlich gewesen, dass die ihre Leute da, also dass sie da irgendwie jedes Jahr halt 5000 Leute, die ihnen auf den Geist gehen und da was kosten, irgendwie loswerden wollte. Die brauchten ja Arbeitskräfte, um da diesen Kontinent irgendwie für sich herzurichten. Das ist ja nun offensichtlich, dass sie dafür ja wahrscheinlich ein bisschen Zwangsarbeiter waren. Ja, und dann, das ist auch ein bisschen kontrovers. Hören Sie mal. Nee, völlig richtig. Natürlich möchte man auch irgendwie umsonstene Arbeitskräfte dort haben. Mhm. Zum Beispiel Red John Kelly. Der landet anfangs der 1840er in einer der Strafkolonien in Hobart auf Tasmanien an und sitzt bzw. arbeitet seine Strafe ab. Nicht vollständig geklärt, aber aller Wahrscheinlichkeit nach war das halt Arbeit in der Holzverarbeitung, Sägen, Fällen, aber auch Tischlerei, Möbel und Schiffbau. Okay. Damit man neue Schiffe hat, um wieder noch mehr Leute rüber zu karren. Wer mal ein Aufbaustrategie-Spiel gespielt hat am Computer, der kennt den Drill. 1848 ist er dann ein freier Mann. Ja, Mann, in Anführungszeichen, okay. Und er geht aufs australische Festland und geht nach Victoria, also im Süden, ist dann wieder freier Untertan ihrer Majestät und wird Zimmermann auf der Farm von einem gewissen James Quinn.
Eileen sein. Dessen Tochter Eileen heiratet er und die bekommen reichlich Kinder in Folge. Und das drittälteste Kind, der erste Sohn der Familie, ist unser Edward Kelly. Aha. Ja. Moment, sagen da jetzt vielleicht einige. Also ich nicht. Eine Familie, die Kelly heißt und viele Kinder haben? Das erinnert mich an... Ja, das Kind. Entschuldigung. Oh. Wir werden jetzt viele Freunde und AbonnentInnen verlieren, weil ich diesen Soundtrack noch einige Male verwenden werde. Oh je. Entschuldigung. Ich habe mich eigentlich drauf gefreut, aber jetzt ist es vorbei. Ja, ja, die Kelly Family, ja, die kenne ich natürlich. Letzte Folgegeschichte ungenügend wegen der Kellys. Nein, die heißen nur so, die haben überhaupt nichts mit den singenden Kellys vom Hausboot aus Köln. Boah, die haben auch ein Schiff gehabt, wollte ich gerade sagen. Ja, das hat aber nicht Edward Kelly gebaut, oder? Vielleicht sind die ja von England einfach, sollten nach Australien, sind aber irgendwie in den Rhein geraten und dann sind sie da irgendwo. Lagen die nicht in Bonn oder bei Köln oder so rum? Ich meine ja, die sind auch viel so in NRW dann irgendwie über die so Volksfeste, ja, und Mittelaltermärkte da getingelt. Über die Kanäle geschippert. Machen wir, glaube ich, ein andermal. Ich glaube, da leben ja auch noch einige. Das ist vielleicht irgendwie nichts Justiziables sagen. Okay, zurück zu unseren australischen Kellys. Und die haben dann geheiratet und kriegen diese vielen Kinder. Und die Kellys verlassen dann die Farm von James Quinn, sozusagen von seinem Schwiegervater, und fangen an, nach Gold zu graben. Finden tatsächlich etwas Gold. Habe ich jetzt nicht so richtig viel zu. Aber es erlaubt ihnen, so eine kleine Farm im bereits erwähnten Beveridge zu erwerben. Da kommt halt auch der junge Edward, genannt Ned, zur Welt. Die Familie lebt in, ich sag mal, Armut, aber nicht im Elend. So kam mir das vor. Okay. Ja, später kommen noch einige Halbgeschwister vom zweiten Mann der Mutter zur Familie, denn Red John Kelly ist ein Vater bei Geschichte ungenügend. No dice, ne? Ich glaube, der ist aber weggelaufen, der ist nicht gestorben, oder? Falsch leider. Wir haben Kriminalität und er gerät auch mit dem Gesetz wieder in Konflikt, wieder Viehdiebstahl und aber auch irgendwie Suff und wohl der Alkoholkonsum hat auch maßgeblich dazu beigetragen, dass Kelly in jungen Jahren schon 1865 stirbt. Mhm. Ned ist da also um die 12. Wir haben sein genaues Geburtsdatum nicht. Ja, und jetzt der Mann im Haus. Und wir haben zu Neds Kindheit und Jugend so ein paar Eckdaten. Er wird katholisch getauft. Er besucht die Schule. Das heißt, er lernt lesen und schreiben. Das wird später nochmal wichtig. Und es gibt so ein nennenswertes Ereignis. Im Alter von 11 Jahren rettet er einem kleinen Jungen das Leben. Der ist irgendwie am Ertrinken und Kelly holt ihn da raus. Und die Familie des kleinen Jungen ist voll des Dankes und er erhält als Geschenk bzw. als Anerkennung so, hier ist auch so eine, dass es ein bisschen was hermacht, ja, dass er erhält eine grüne Schärpe. Okay. Zum Umhängen, ja. So ein Lebensretterzeichen, ne? Ja, irgendwie, also nicht das Bundesverdienstkreuz, aber sozusagen, was die sich halt ausdenken. So hier, vielen Dank, geil gemacht. Im Jahr nach dem Tod des Vaters ziehen die Kellys nach Greta. Das ist ein bisschen weiter nordöstlich und absolut, ist heute noch ein Kaff, damals noch kaffiger. Aber da siehst du halt auch schon ein bisschen, wie sich so in Australien das immer weiter erschließt und ähnlich wie in den USA, so die Frontier, die Grenze zum, ja, nicht Unbesiedelten. Ja. Das ist nein. nein. Ja, das wäre ein bisschen meine Frage gewesen, weil ich da von Australien wirklich so gut wie gar nichts weiß. Weißt du, wie viel denn Anfang des 19. Jahrhunderts, wie viel freie Bevölkerung war denn da? Also ist nicht von Leuten, die da schon seit Jahrhunderten oder Tausenden wohnen, sondern von britischen Kolonisatoren? Habe ich nicht, sorry. Ich weiß nicht, wie viele Leute es sind. Aber so wie es sich mir darstellt, es ist ein bisschen extrem billig, aber stellt euch ein bisschen vor wie den Wilden Westen. So, die Grenze verschiebt sich immer weiter, die Ureinwohner werden immer weiter vertrieben und es gibt dann halt x Leute, die dann halt ungefähr sowas machen wie da an der amerikanischen Frontier. Es sind erstmal nicht so viele, wohingegen ich wollte gerade sagen,
weil es geht ja erst Ende des 18. Jahrhunderts los. Also ja. Da können ja nicht mehr als 10, 50, 100.000 Leute dann, wenn überhaupt, ja, also, keine Ahnung, so um und bei, ja. 1869, ich habe einen kleinen Sprung gemacht, gerät Ned erstmals mit dem Gesetz in Konflikt. Wie der Vater, so der Sohne. Naja. Ja. So habe Ned laut Aussage des chinesischen Viehhändlers, ich buchstabiere den Namen, A-H-F-O-O-K. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, aber es liest sich ein bisschen wie A-Fuck. Ja. Ja, laut Aussage, es steht Aussage gegen Aussage, laut A-Fuck habe Kelly ihn mit einem großen Knüppel bedroht, gesagt, ich bin Ned Kelly, der Bushranger, gib mir deine Kohle, und er habe ihn um 10 Schilling beraubt. Keine Ahnung, wie viel das heute ist. Merkt ihr mal, Bushranger wird noch wichtig. Laut Aussagen der Kelly Family habe es einen Streit um Wasser gegeben für den durchreisenden A-Fuck, und er habe irgendwie eine der Kelly-Töchter irgendwie drangsaliert und angebaggert oder sowas, und Ned hat ihn dann mit dem Knüppel abgefuckt sozusagen. Ja. Die Angelegenheit landet vor dem Richter. Angehörige, Freunde und Bekannte sagen zugunsten von Ned Kelly aus, unterstützen seine Geschichte, und er wird freigesprochen. Wird ja vermutlich, haben auch chinesische Einwanderer da nicht so einen guten Leumund, vermute ich mal. Hab ich über diesen A-Fuck habe ich weniger. Ich habe andere Leute mit Namen A-Fuck gesehen, und da ist einer, googelt den mal nicht, der kommt vielleicht nochmal in der Folge Geschichte ungenügend vor. Ja, ja. Ja, Kelly wird freigesprochen, gewöhnt euch aber mal nicht allzu sehr dran. Und ein Bushranger, und dann nehme ich jetzt wieder mal den hinkenden Vergleich aus dem Wilden Westen, das ist sowas wie ein Outlaw. Also, ach so. Das sind nicht so Leute, die jetzt wie so National Park Ranger. Ich dachte, der hätte sich ausgegeben als irgendwie eine Art von Gesetzestätigkeit und wollte deswegen. Nein, er hat jetzt nicht. Die wollten einfach klassisch überfallen. Der hat jetzt nicht wie Koala ist da und hier im Busch und so, und hier wollte ich mal streicheln, das kostet 150 Aussie-Dollar. Nee, ich habe eher an so einen Mountie aus Kanada gedacht. Also ohne Hut und so, ja. Aber so. Schön in dicker roter Jacke. Mir ist so heiß. Ich bin Bushranger, ich schwitze. Nein. Das sind meistens eben diese ehemaligen verschleppten Verurteilten, die aus diesen kolonialen Strukturen, in denen sie mitunter vielleicht keinen Fuß fassen können. Ich meine, wo hat es unseren Red John Kelly hingeführt? In den Tod. Ja. Ja. Und viele andere führt es dann halt eben außerhalb der gesellschaftlichen Ordnung in den Busch. Und am Ende sind es halt die im Prinzip, die diesen Busch aber auch so erschließen und gentrifizieren. Und weil die da irgendwelche Siedlungen aufbauen und so ein Kram. Die gucken zum die kartografieren jetzt nicht offiziell, aber die sagen hier, okay, hier, da gibt's Wasser, da wohnen die, passt mal auf. Oh, Gold. Nee, da ist kein Gold. Bitte weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen. Zumal, das muss man ja auch sagen, und das ist jetzt, wie gesagt, alles nur irgendwie mir ist mein, was ich mir so denke, ohne dass ich das weiß, aber in so einer frisch aufgebauten Kolonie gibt es ja wahnsinnig viele Bereiche, die gar nicht von irgendeiner staatlichen Gewalt in irgendeiner Weise kontrolliert werden können, sondern dann bauen sich da eben eigene Gesellschaften oder kleine Gruppen auf und organisieren sich wahrscheinlich irgendwie selbst und sind dann halt irgendwie, die Gewalt, die dann da halt bestimmte kleine Eckchen halt beherrscht und nach ihren Gesetzmäßigkeiten halt da dann vor sich hin lebt. Vielleicht hätte man mal diesen Film Australia gucken können oder sollen. Das ist ein ganz berühmtes Ding. Ich war einmal in Australien, und da waren wir auch in diesem einen Ort, der Drehort des Films war, den ich bis heute nicht gesehen habe. Aber über Filme sprechen wir, wer wird auch noch zu sprechen sein. Also, wir haben Ned Kelly, den Bushranger, alles klar. Und der ist da alleine oder hat er so eine Crew? Exzellente Frage. Er hat einen Mentor, einen gestandenen Bushranger mit dem herrlichen Pseudonym Harry Power. Bürgerlicher Name Harry Johnson. Ja. Sein Sohn heißt Max. Das ist ein großartiger Name. Ich habe ihn von einem Föhn.
Und zusammen mit Harry Power, man wird ihm vorwerfen, er hätte Pferdediebstähle begangen, zusammen mit Harry Power. Mhm. Sozusagen der Vorläufer des Autoklaus. Und es werden Kelly und Harry Power einige Raubüberfälle angelastet. Ja. Und bei einem dieser Überfälle wird Harry Power erkannt. Und hier geht es dann so ein bisschen los mit der unterschiedlichen Interpretation in der Historiografie und in der Mentalitätsgeschichte Australiens über Ned Kelly. Es ist gerade ein bisschen schwierig, weil Ned Kelly ist in Australien kind of a thing. Aha, schon wollte ich gerade sagen, der scheint ja von der Nummer zu sein. Ja, es gibt so wahnsinnig viel und es ist halt so wahnsinnig ausgeufert. Und diese Folge ist jetzt erstmal so ein bisschen, und dann passierte das und dann passierte das und dann passierte das. Ist aber erstmal wichtig, um zu verstehen, wie er so drauf ist und was so was er sich so denkt und was er tut. Ja. Und was er meistens tut, ist, ich war's nicht. Ja. Und die einen sagen jetzt, das ist die Polizei ohnehin auf Ned und die ganze Kelly Family abgesehen hat, weil... Das wäre noch meine andere Frage gewesen, aber der ist jetzt, also damit ich das mal klar habe, der hat seine Geschwister da am Start. Genau. Die, und seine Mutter. Ja. Und den Schwiegervater, mal den neuen Vater da, den Stiefvater. Der oder kommt was. Auch noch in den Knast. Und die leben als Familie, dann irgendwo. In Greta. Aber er ist aber schon, und die machen dann alle so eine bandenmäßiges oder so ein Leben halt jenseits von hier mal dieses und dort mal jenes, um über die Runden zu kommen. Ja. Das trennt sich wahrscheinlich nicht so stark zwischen Familie und irgendwie Gang. Aber da gibt es zusätzlich auch noch andere Leute, die halt dann die da so gemeinsam versuchen, über die Runden zu kommen, indem sie halt legale und illegale Sachen veranstalten. Ja. Und die legalen Sachen, die sie machen, ist irgendwie ein bisschen Viehzüchten und so ein Kram. Genau, so, nee, nicht Vieh, so eher so Ackerbau. Ach so, ja, okay. Und alles klar. Vieh, ja, man hat vielleicht eine kranke Ziege und drei hustende Hühner. Ja, alles klar. Also, Ich glaube, in den vorherigen 105 Folgen hieß es immer Subsistenzwirtschaft. Ja. Und genau, die eine Richtung der Historiografie, die eher sozusagen sich auf die Seite der Kellys schlägt, die sagt, ja, die Bullen, die Cops hatten es auf die Familie abgesehen. Das sind hier Nachfahren von einem Convict, die sind arm, das sind Iren, das sind Katholiken, Klar. Die brennen da Schnaps, die sind asozial. Die werden sozusagen geprofiled und getargetet von der Polizei. Und das ist alles Vorurteil. Und die haben sich eigentlich, naja, gut, die haben vielleicht ein bisschen Schnaps gebrannt, aber eigentlich haben die sich nie was zu Schulden gekommen lassen. Weiß ich nicht. Klingt ja, die anderen sagen, die restlichen Kellys hätten Zeugen bedroht und wären ganz schlimme Finger. Denn vor Gericht hat niemand den jungen Ned identifizieren können. Man hat so gesagt, ja, das war vielleicht so ein Halburaneinwohner, der sah irgendwie komisch aus. Und nee, also, aber der war das nicht. Dementsprechend werden alle Anschuldigungen fallen gelassen und Ned kommt nach einem Monat Haft wieder frei. Wir sind jetzt so um 1870. Aber er gewöhnt euch nicht allzu sehr dran, dass er freikommt. Eine andere Interpretation der Geschichte ist, dass Ned Kelly vom Haken gelassen wurde, weil er Power verpfiffen hat. Ja. Das hat zumindest Power immer später behauptet. ungeklärt. Und generell ist diese ganze Geschichte um Kelly ist wirklich so eine, ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Es hat mich, also jeder hat da seine Geschichte und mitunter sind die Geschichten der einzelnen Seiten widersprechen sich krass. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen mehr Gas durch die 1870er durch, auch mit dem Blick auf die Uhrzeit hier. Im Film machen wir jetzt so eine Montage von so drehenden Zeitungen und Überblenden, von so Pferdediebstählen, Saufgelagen, Prügeleien. Wird auch mal eine Postkutsche überfallen oder sowas? Postkutsche habe ich nicht, aber ich habe die ein oder andere Knastaufenthalt, hier und da eine Geldstrafe. Zwischendurch wird er auch mal Boxmeister seines Kolonialbezirks. Bare Knuckle heißt, man hat keine Handschuhe
Und nach 20 Runden hat er sich wohl gegen irgendjemanden durchgesetzt. Das muss schrecklich gewesen sein, damals sich Boxen anzugucken. Ich habe noch nie eine Vorstellung, also das klingt so sehr wie dieses schöne Videospiel Red Dead Redemption, was du da erzählst. Also so stelle ich mir das vor. Ist vielleicht auch eine ganz gute, ja, ich bin ja auch ein Freund des Lernen durch Telespiels, auch so über wie der Westen so funktioniert und gerade wie der Spätwesten funktioniert. Und was jetzt gerade in Australien passiert, das ist ungefähr so wie der Spätwesten. Ich hatte ja über diese Bushranger gesprochen und mitunter, ich nehme das mal vorweg, mitunter heißt es, es gibt historische Standardwerke oder zumindest berühmte Bücher über Ned Kelly. Das eine heißt The Last Bushranger. Ah, okay. Sozusagen, bevor dann eben die Zivilisation, die im Westen ist es die, im amerikanischen Westen ist es die Eisenbahn. Und das hast du ja auch wirklich in Red Dead Redemption, dass du sozusagen den Spätwesten. Wir haben sozusagen den australischen. Und die Pinkertons da ankommen und das Gesetz durchsetzen und genau. Ja. Daran, ich habe auch gerade, weil, was, das ist ja das Schöne an diesem Spiel auch, dass es so wahnsinnig, wie sagt man das, so mikrogeschichtmäßig ist, dass du halt wirklich da irgendwie deine Kräuter sammelst und dann deinen Bauernhof hast und irgendwie ein Pferd zureiten musst, solche Geschichten. Und das klingt jetzt auch so, die haben versuchen halt ihr Leben dazu bestreiten, sind nebenbei aber eben dann halt auch. Ja, dann hustet dich einer an, ups. Banditen. Ups, Tuberkulose. Ja. Ja. Das hat mich so fertig gemacht. Red Dead Redemption 2 ist ein wahnsinnig gutes Videospiel. Der Vorgänger ist auch schon extrem gut. Aber, oh boy, howdy, ist das geil. Ja, und einmal gibt es eine Schlägerei, da gerät er in eine Prügelei mit insgesamt 4 Polizisten, unter anderem der Polizist Alex Fitzpatrick. Auch ein Ire. Ja, ist ein bisschen, also wenn die Iren keine Outlaws werden, werden sie halt Cops, ne? Ja. Entschuldigung, das war ein schlimmes Klischee, das nehme ich zurück. Obwohl es stimmt. Und 1878, und ich glaube damit beenden wir es für heute, kommt es zum sogenannten Fitzpatrick Incident. Und du weißt, dass wenn der Name Incident schon dranhängt, dann ist es gut. Wie zum Beispiel das hervorragende Guns N' Roses Album The Spaghetti Incident. Das ist ein Coveralbum. Kennen nicht viele. Such dir irgendein Lied aus, sind alle gut. Entschuldigung. Und du hast dir nur ein Lied ausgesucht. Ich habe nicht in die Playlist geguckt, aber ich glaube, sie covern auch New Rose. Das ist gar nicht so schlecht. Okay. Ja. Am 15. April 1878 um 6 Uhr abends, das ist auch das Einzige, worauf sich die Leute einigen in der Nacherzählung der Geschichte, kommt Constable Fitzpatrick zum Haus der Kelly Family, um nicht Ned, sondern um Neds jüngeren Bruder Dan Kelly zu verhaften. Mhm. Der solle Pferde von einem, ja, ich benutze das, ich habe das Wort eingedeutscht, nämlich dem Squattokraten Witty. Witty ist der Nachname. Also das Squattocracy gibt es da. Und die sogenannte Squattocracy, das fand ich wahnsinnig spannend. Das ist nämlich auch, und wir nehmen wieder die lahme Parallele zum Wilden Westen, das sind die Rancher. Die nehmen sich irgendein Land und squatten darauf und dann gehört sie ihnen. Die lassen ihre Viehherden grasen auf dem Land der Krone und keinen interessiert's. Also beziehungsweise man kauft sich da halt ein, das ist wahrscheinlich haarsträubende Korruption etc. Also das ist sozusagen so, das Land, das ist nur, da darf nur die Krone irgendwie offiziell, über offizielle Regierungsagents darf da was gemacht werden, aber nein. Da kommen auch Privatleute dann hin, lassen ihr Vieh da grasen und machen sozusagen Profit auf dem Land der Krone, obwohl sie es gar nicht dürften. Und graben sozusagen denen, die da irgendwelche Plots haben, vielleicht sogar das Wasser ab. Mhm. Also sozusagen wirklich so wie dieser Wildwest-Konflikt. Tut mir voll leid. Die haben auch eine eigenständige Geschichte. Ja. Nur weil ich nicht so gut mich auskenne. Ja. Officer Fitzpatrick sagt, hier, Dan Kelly, sie sind verhaftet. Und jetzt geht's wirklich durcheinander. Dan Kelly sagt, ja, okay, meinetwegen, aber ich esse jetzt erstmal mein Abendessen auf. Und ebenfalls anwesend sind der zweite Mann,
der Mutter, Nachnamen Skilling. Ich habe, glaube ich, irgendwie den Vornamen gar nicht. Der kommt dann in der nächsten Folge. Und dann der Nachbar William Williamson, genannt Bricky. Die Australier haben. Ricky Williams. Bitte? Ja, Ricky Williams ist egal. Ricky Williams. Ja. So, und dann geht's wild durcheinander. Fitzpatrick sagt, er habe Dan Kelly verhaften wollen und dann käme Ned Kelly und er hätte hinterhältig auf ihn geschossen, aber weil er so ein witziger Typ ist, hat er ihn nur am Handgelenk getroffen. Ja. Das gibt so viele widersprüchliche Aussagen. Mutter Kelly hätte ihm mit der Schippe eins übergezogen. Einige Kellys behaupten, Ned hätte in Notwehr gehandelt. Es gibt dann später auch noch einen der Überlebenden, ich glaube noch in den 1920ern, der letzte Überlebende aus der Familie Kelly, der hat dann gesagt, Fitzpatrick, der war krass besoffen, wollte sich irgendwie mit Ned prügeln und der hat dann eine der jüngeren Töchter angemacht und mit dem Revolver bedroht und er wollte der irgendwie an die Wäsche und Dan hätte ihm gerade noch den Revolver entreißen wollen und da hat sich Fitzpatrick selber in die Hand geschossen. Das geht so krass durcheinander. Ich musste an die Folge, die wir mit dem Hörer U aus B aufgenommen haben, denken, wo so verschiedene Tathergänge bei diesem Fenstersturz. Kannst du das auch da machen, wenn du so alle, du kannst das 25, nee, es war ja nicht Feldrinelli, der Feldrinelli war der unterm Strommast hing, lag. Stimmt. Das Ende vom Lied, die Staatsmacht greift erstmal zu, Bricky, Skilling, also Eileens zweiter Mann und Eileen kommen ins Gefängnis. Und Eileen, die ist schon relativ alt, aber die hat dann doch nochmal irgendwie, also kurz bevor es ihr Körper sozusagen dann wegen der Menopause nicht mehr hergibt, hat sie nochmal eine kleine Tochter bekommen und die hat halt ein ein Monate altes Kind. Egal, Knast. Dan und Ned und einige ihrer Freunde und Associates, sagt man wohl im Englischen, nehmen angesichts dieses Zugriffs der Staatsmacht Reißaus und sind von diesem Augenblick endgültig Outlaws. Also sie sind nicht mehr zu finden, so da wohnen die Kellys, da gibt's Ärger, sondern die sind weg. Und das wird in einigen Teilen der Historiografie gewertet als sozusagen die Geburtsstunde der Kelly Gang. Aha. Da klingelt bei mir sowas von gar keine Glocke in meinem Kopf. Insofern bin ich ja sehr gespannt, wie es ist. Es ist Wahnsinn. Es ist so viel, es ist so ein Riesending in Australien. Das ist so ein Haushaltsname, schlechte Übersetzung, in Australien. und es gibt so wahnsinnig viel dazu und es ist so verschachtelt und jeder hat dazu seine eigene Geschichte und es gibt wahnsinnig viele, das ist was wirklich, wo sich Australien immer noch, auch heute, dran abarbeitet und ich werde da nochmal in die Tiefe gehen, wie diese Beschäftigung damit auch funktioniert, wem das dient, wer da welche Interpretation hat. Also entweder wird der Herr Kelly irgendwie sowas wie der erste Premier der unabhängigen Republik, also der irgendwann wird Australien halbwegs unabhängig, da wird er der erste Premier, oder er erschießt den ersten Premier, oder er erschießt den Gouverneur, oder er muss ja irgendwas Freiheitsmäßiges da auch noch getan haben. Aber du musst ja noch Heath Ledger, Mick Jagger und Kevlar in die Geschichte reinpacken. Naja, Kevlar ist einfach, ist doch nicht so einfach. der zieht sich so eine Jacke an und hat da irgendwie so einen Topf drunter und der nennt das so und darauf bezieht sich später die Frau, die diesen Kevlar erfunden hat. Das schneide ich raus. Und Mick Jagger hat einen Song drüber gemacht, das ist ja einfach. Und Heath Ledger hat ihn verfilmt und die anderen kenne ich nicht, deswegen muss ich für die ja nichts wissen. Du machst es dir leicht. Aber du bist auf einer sehr guten Spur und ihr alle. Und ich hoffe, das war irgendwie okay, weil ich bin heute ein bisschen aufgedreht, weil ich so wahnsinnig früh aufgestanden bin und viele Karlauer reingeschrieben habe.
Aber hu boy howdy, ist das eine geile Geschichte. Und es geht richtig gut weiter. Entweder nächste oder übernächste Woche. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin gespannt. Bis dahin. Das hast du jetzt also schön, eine schöne, jetzt eine quasi einen großen Tisch aufgebaut. Und dann werden wir uns da nächste Woche schön ransetzen und dran feasten. Ja, dann gibt's Brekkie, wie der Australier sein Frühstück nennt. Brekkie. Es wird immer alles abgekürzt. Also die Kühltruhe heißt Esky und es ist Wahnsinn. Also ich hab ja eine große Liebe zu Australien und den Australiern. Alles klar. Annie Hooselby. Schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Dir vielen Dank für die Zeit. Du bist ja irgendwie auch hier hart durchgetaktet jetzt mit der Live-Show, die bei euch ansteht. Und ja, du bist quasi vom halb anderen Kontinent eingeflogen heute. Also insofern. Ich mach mein Ding. Das klingt so ein bisschen wie Ben Becker, weil ich stehe hier auch. Kennst du die Geschichte? Das machen wir noch hinten raus. Das war irgendwie so ein Ding, irgendwie Onkels Konzert am Hockenheimring, Stargast Ben Becker. Aber Stargast betrunkener Ben Becker. Ist ein allegedly betrunkener Ben Becker. Und er sagt, ich stehe hier, weil ich keinen Rock habe, um zu fallen. So, und ich stehe hier in meinem Renovierungszimmer, weil ich keinen Platz habe, um zu fallen. Und ich danke euch für die Zeit. Bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.